Du solltest schon eine Kernkompetenz haben. Ja? Du bist Musiker, du bist Kameramann, du bist Hotelier und kannst auch servieren, ja? Zum Beispiel. Was gerade tatsächlich passiert ist, Gott sei Dank, denke ich, dass die Disziplinen mehr vernetzt auch gelehrt werden an den Universitäten. Und deswegen lernen Juristen Rhetorik, deswegen beschäftigen sich Architekten mit Psychologie. Deswegen sollten auch Musiker wissen, wie sie emotional ein bestimmtes Erlebnis fokussieren können. Dass es wichtig ist, die eigene Handschrift zum Beispiel zu entwickeln, weil durch die eigene Handschrift bist du eben nicht eingeschränkt, sondern im Gegenteil, du kannst deine eigene Stärke dann in vielen unterschiedlichen Medien und unterschiedlichem Umfeld auch rüberbringen.